Willkommen zu dieser neuen Folge Pokémon Schwert, in der wir heute alle Kleinigkeiten vor dem Kampfturm erledigen wollen. Wie beispielsweise eine Ligakarte vom allseits beliebten Balduin abholen. Hey Champ! Endlich sieht man sich wieder! Durch ein gutes Verhältnis zum Champ steigen bestimmt meine Chancen, ein offizielles Maskottchen zu werden. Finde ich by the way eine Frechheit, dass er keins ist. Ich meine, klar, die Verkleidung ist ein bisschen creepy, aber zugleich auch lustig und unique. Es passt doch richtig gut, Mensch. Deinen Erfolg verdankst du ja nicht zuletzt auch meiner tatkräftigen Unterstützung. Ja, na klar. Und damit du mich so schnell nicht vergisst, überreiche ich dir ein kleines Andenken. Eine super seltene Ligakarte. Ein Exemplar, das so selten ist, dass es Sammlern Freudentränen in die Augen treibt. Ja, sie ist vielleicht leicht zerknittert, aber das passiert halt, wenn sie einfach alle in die Finger bekommen wollen. Auf den ersten Blick sieht sie vielleicht normal aus, aber diese Ligakarte hat Seltenheitswert. Okay, ich hab's ja verstanden. Du erhältst die Ligakarte von Balduin. Und die wird auf einen Ehrenplatz einsortiert. Wir schauen sie uns auch gleich an. Vorher holen wir uns aber noch weitere Ligakarten. Ja. Wie beispielsweise... Hier müsste es sein. Die Ligakarte von President Rose. Die gibt es hier in der Galamine 1. Von seiner Assistentin Olivia. Weiß nicht genau, wo sie sich befindet. Oh ja, stimmt. Und das sollte ich auch nochmal zeigen. Das habe ich nämlich beim ersten Mal Betreten der Galamine nicht gesehen. Da fährt doch tatsächlich ein Waggon auf den Schienen umher. Und ja, da waren wir, glaube ich, ein bisschen zu langsam beim ersten Mal spielen. Ist aber auch nicht so wild. Jetzt habt ihr es ja gesehen. Und in irgendeiner Ecke versteckt sich Assistentin Olivia, die uns eine Ligakarte von President Rose aushändigen wird. Ah, da ist sie ja. Ach, hallo, Champ. Wer hätte gedacht, dass wir uns mal in einer Mine begegnen würden? Ich vertrete Rose hier bei seiner gemeinnützigen Arbeit. Rose hat früher ja selbst mal in einer Mine gearbeitet, musst du wissen. Deshalb freut es mich ungemein, die gleiche Art von Arbeit verrichten zu dürfen wie er. Ich bin sogar so glücklich, dass ich dir diese Ligakarte schenken möchte. Keine Sorge, nimm nur. Ich besitze noch gut 100 Exemplare von Roses Ligakarte. Du, das glaube ich dir. Du hast bestimmt auch dein Zimmer und dein Bett komplett voll tapeziert damit. Das ist echt ein bisschen gruselig, dieser Fanatismus. Und alle davon sind handsigniert. Ja, selbstverständlich. Champ, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du Endynalos aufgehalten hast. Und ich weiß, dass auch Rose ähnlich empfindet. Das spüre ich. Du musst wissen, dass er im Grunde einfach nur eine bessere Zukunft für unsere Region wollte. Ja gut, aber das ist ja das Ziel vieler Antagonisten von Pokémon-Spielen. Die einen sind bösartiger als die anderen, aber ja, in allen Fällen ist es nun mal der falsche Weg. Ne? Sind wir mal ehrlich. Adrian wollte das Wasser erweitern, weil er dachte, es ist das Beste für die Höhenregion und für die Wasser-Pokémon. Mark wollte Gegenteiliges. Cyrus wollte, naja, bisschen was aus dem All machen und ist teilweise noch ein bisschen mehr durchgedreht. Generell finde ich, hat sich das immer mehr gesteigert mit dem Wahnsinn der Bösewichte. Ich habe jetzt auch nicht mehr jede Story so hundertprozentig im Kopf. Aber, ja. Ich glaube, alle sind ein bisschen zu weit gegangen und es ist gut, dass wir sie gestoppt haben. Jetzt geht's nach Spikeford. Hier können wir nämlich gegen die neue Arena-Leiterin Mary antreten und uns ebenfalls eine Ligakarte abholen. Na, Domi, wie schlägst du dich so als Champ? Ja, ich sag mal so. Es sliden einige in meine DMs. Wie du siehst,
bin ich für meinen Teil ja eine ausgezeichnete Arenaleiterin. Ich will den Leuten zeigen, dass man die Taktik und die Dynamik eines Kampfes auch ohne Dynamax voll und ganz genießen kann. Also, Champ, was hältst du von einem Schaukampf? Aber immer. Nur, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich bettle hier nicht um einen Kampf. Ich gebe dir vielmehr die Möglichkeit, gegen mich anzutreten. Sicher doch. Klar. Als ob du es nötig hättest, bei mir zu Kreuze zu kriechen. Nein, ernsthaft, ich finde ihre Entwicklung gut. Und auch generell die Entwicklung von Spikeford gut. Es ist schön, dass sie ihren Platz gefunden hat. Auch wenn es ein anderer Weg war, als der, den sie ursprünglich angestrebt hatte. Gleiches gilt ja für den Bruder. Wobei der schon immer wusste, dass Arenaleiter nicht sein Hauptziel im Leben sein wird. Er hat halt einfach nur die Arbeit für seine Schwester gemacht. Und das ist einfach sehr realistisch, dass der Weg, den man als erstes einschlägt, oftmals nicht der richtige ist oder plötzlich endet. Ich denke, jeder von uns, bis auf ganz wenige Ausnahmen, werden schon mal vor einer Wand gestanden haben, vielleicht auch vor einem Abgrund. Aber es gibt immer einen neuen Weg. Es mag vielleicht manchmal dauern, das Ziel zu erreichen, aber wie ich schon mal, ich glaube, in einem anderen Let's Play sagte, der Weg ist das Ziel. Habt Spaß daran und lasst euch nicht von Niederlagen unterkriegen. Gott, ich wollte jetzt gar nicht so philosophisch und schmalzig werden, aber ist jetzt doch passiert. Nee, ich meine, wenn ich euch was auf dem Weg mitgeben kann, dann, dass man einen Psychophil-Pokémon nicht gegen Toxicroak drin lässt. Ich habe sowieso die falsche Attacke ausgewählt. Ich hätte Psychokinese einsetzen sollen. Ah, Mensch, da war ich so verinnerlicht in meiner Rede, dass ich gar nicht mehr so richtig auf den Kampf geachtet hatte. Ich dachte mir, ja, mit einmal Gedankengut läuft es. Aber nee, da müssen wir jetzt aufgrund der Doofheit ein bisschen umstellen. Und ich glaube, Graro ist da eine gute Option. Freut mich aber, dass sie sich aus dieser Situation rausfinden konnte, weil es drohte ja so ein bisschen dramatisch zu werden. Mit meinem geboosteten Breevy. Ja, ich hätte ihr auch eine wirklich schmerzhafte Niederlage zufügen können, aber so ist sie jetzt wieder im Rennen und blamiert sich nicht. Finde ich gut. Sie hat viel gelernt. Sie hat sehr viel gelernt. Und um nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Natürlich habe auch ich mehrere... Ach komm, dein Ernst. Wege schon eingeschlagen. Und ich sag auch ganz ehrlich, mit Sicherheit ist der aktuelle Weg, also YouTube und so, oder, na, nicht mit Sicherheit, aber sehr wahrscheinlich ist das auch nicht der letzte Weg und der finale Weg, den ich gehen werde. Alles hat irgendwann ein Ende und man muss sich umorientieren. Da bin ich nicht naiv. Und auch wenn ich das Ganze häufig etwas zu ernst nehme, ich meine, es ist ja bekannt, dass die Laune vieler YouTuber, und da gehöre ich auch dazu, essentiell von dem Erfolg des Kanals abhängt. Und das ist leider sehr schwierig, das abzustellen. Aber ich versuche trotzdem eben auch immer, die Zeit zu genießen, die schönen Kommentare oder auch die DMs. Und damit meine ich jetzt keine zweideutigen auf Instagram. Einfach das ganze Community-Dasein. Und... Moment. Ja. Und ich denke, es ist das Wichtigste. Genießen. Das Leben genießen, den Weg genießen. Oh, und ich glaube, wir sind zum allerersten Mal diese Spezialattacke von Morpeko, oder? Haben wir die schon mal gesehen? Ich kann mich nicht dran erinnern. War das überhaupt die Spezialattacke? Bin mir nicht sicher. Aber wenn, dann
ändert die immer ihren Typ, je nachdem, welche Form es gerade angenommen hat. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber doch, das müsste die Attacke gewesen sein. Wie dem auch sei, Miss Lauselot lässt das komplett kalt. Ein Hieb und Ende Gelände ist. Und wir bleiben bei Miss Lauselot und einem Hieb. Aber keinem Kampfhieb, sondern einem Gifthieb! Bam, 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 bam! Olanga auf Level 60. Eigentlich sehr gefährlich. Aber nicht für Miss Lauselot. Die kann nichts so leicht umwerfen. Einfach nur ein Monster. Richtig, richtig geil. Ja, und auch du hast eine Schwäche, also nutzen wir das aus. Ich hätte eigentlich gerne mehr mit Grievi gekämpft, aber die war ja... die war ja so schnell erledigt. Tja, dann hat sich der MVP gemeldet und hier die Sache ganz schnell geregelt. Trotzdem schöner Kampf, Mary. Mach dir nichts draus, Miss Lauselot ist broken. Ich hab zwar verloren, aber ich werde mir deinen Kampfstil abschauen. Ja, die Aussage finde ich jetzt nicht ganz so gut. Man sollte schon seinen eigenen Weg gehen und seinen eigenen Stil kreieren. Klar, man kann sich immer ein bisschen inspirieren lassen, das mache ich auch, das macht, denke ich, jeder. Aber man muss am Ende des Tages etwas Eigenes draus machen. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Du bist echt ein toller Champ, Domi. Ich habe da was für dich. Pass aber gut drauf auf, sonst kann ich sehr ungemütlich werden. Okay, okay. Seltene Ligakarte von Mary. Ja, ich hoffe, das war jetzt euch nicht zu viel philosophisches Gelaber. Hatte ich halt, wie gesagt, auch echt nicht geplant. Ich habe mich da aber irgendwie so reingeredet. Und naja, vielleicht hilft es halt dem einen oder anderen. Aber ich weiß das ja selber. Gerade in jungen Jahren lässt man häufiger mal den Kopf hängen. Das war bei mir auch so und ich kriege ja auch diverse E-Mails oder DMs, die sehr privat sind, über die ich auch nicht sprechen werde. Und deswegen versuche ich einfach ein bisschen zu helfen. Auch wenn man glaubt, Digga, jetzt geht's nicht mehr weiter. Es ist gerade alles scheiße. Es wird besser. Trust me. TM11, Solarstrahl. Absorbiert Licht in Runde 1 und in Runde 2 erfolgt der Angriff. Ja, das wollte ich noch holen. Weiß nicht, ob wir noch andere TMs verpasst haben, aber ja, mache ich mich mal schlau und hole das dann nach. Jetzt gucken wir uns mal die Ligakarten an, die neuen, die wir haben. Es fehlt dann noch die von Dilian, aber die bekommen wir erst, wenn wir ihn im Kampfturm besiegt haben. Wie genau das dann auch aussehen wird. Oh, das ist ja eine schöne Karte. Aber wir fangen an bei... Warte, welche haben wir zuletzt gelesen? Haben wir die von Hop schon gelesen? Die habe ich bekommen nach Postgame-Ende. Aber ich glaube, ich habe sie noch nicht gelesen. Seine hier schon, ne? Doch, die kennen wir. Die noch nicht. Seltene Ligakarte von Hop. Hop schloss die Arena-Challenge auf Platz 2 im Vorturnier ab, wofür er von vielen Arenaleitern in höchsten Tönen gelobt wird. Sie preisen sein Talent dafür, Pokémon zwanglos und fröhlich kämpfen zu lassen und sehen darin offenbar einen der Unterschiede zu seinem Bruder. Da Hop seine Stärke bewiesen hat, als er dem Aufruhr um Endynalos Einhalt gebot, wird ein Match zwischen ihm und dem neuen Champ mit Spannung erwartet. Man darf auf ein sicherlich legendäres Match gefasst sein, das in die Geschichte eingehen wird. Ja, ist nicht auszuschließen, dass er immer besser und besser wird. Ich meine, Hop ist ja das beste Beispiel für das, was ich gesagt habe. Der hat so viele Niederlagen kassiert. War auch zwischenzeitlich kurz depressiv, hatte ich den Eindruck. Ne, ihr wisst schon, diese eine Phase, als er gegen Battles verloren hat. Aber er ist aufgestanden und hat vielleicht jetzt nicht den Champ-Titel errungen, aber ihr lest es ja selber. Durchaus was erreicht. Und man muss nicht immer ganz oben stehen, das schaffen die wenigsten. Und, ja, nee, muss es nicht. Man muss einfach nur seinen eigenen Platz im Leben finden und dann wird man auch glücklich sein, denke ich. Mary mit einem sportlichen Design. Hübsch. Im Auftrag ihres Bruders Ness wurde sie zur Arenaleiterin von Spikeford.
Ihren ersten und treuesten Partner, Morpeko, hat ihr Bruder für sie gefangen, als sie 5 Jahre alt war. Oh. Sie lässt sich jedoch immer noch von Morpekos Launen beeinflussen. Marys Teilnahme an der Arena Challenge hat Spikeford wieder beliebter gemacht und sie selbst ist nun über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt. Wenn sie wütend wird, ändern sich ihre Gesichtszüge zwar nicht, aber innerlich lässt sie sich nur schwer wieder beruhigen. Ja, aber ich sag mal, es ist eigentlich besser so, wenn du die Wut im Bauch behältst, oder? Also klar, manchmal muss man schon explodieren, aber so damit umzugehen ist mir lieber, als wenn man immer direkt ausrastet. Was ist das denn für eine Karte? Huch. Wollen wir natürlich lesen. Rose. Rose ist ein erklärter Philanthrop, der zur Lösung von Galas Energieproblemen viel Zeit und Geld in Nachforschungen zu einer vorgeschichtlichen Katastrophe investiert hat, die unter dem Namen Finstere Nacht bekannt ist. Als Verfechter des Vorzugs von Taten gegenüber Worten fühlt er sich nicht verpflichtet, seine Handlungen zu erklären. Haben wir gemerkt. Sein Führungsstil hat dazu geführt, dass Makrokosmos zu dem werden konnte, was es heute ist. Egal, ob man diese Entwicklung nun als positiv oder negativ bewertet. Hinweis, dieser Text wurde von seiner Assistentin verfasst. Ja. Stimmt. Stimmt alles. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was die über Balduin schreiben. Diese geheimnisvolle Person tritt völlig eigenmächtig in einem selbstgenähten Kostüm des offiziellen Maskottchens der Pokémon-Liga auf. Moment, ist er jetzt offizielles Maskottchen oder nicht? Gerade hat er doch noch rumgeheult. Aber interessant, dass er das wirklich selbst gemacht hat. Er ist also ein Cosplayer. Sie nennt sich Balduin, doch weder Alter noch Geschlecht sind bekannt. Hier und dort verteilt sie seltene Pokébälle, doch niemand weiß, warum sie dies tut und vor allem, woher sie diese Bälle überhaupt hat. Jetzt kommt der übelste Plot-Twist, er klaut die alle nachts und ist ein Schwerverbrecher, der sich damit reinwaschen will. Nein, ich glaube, der hat auch seine Bestimmung damit gefunden. Er will halt einfach Leuten was Gutes tun, Leuten was schenken, positive Stimmung verbreiten. Er ist Fan von Pokémon-Kämpfen, von der Arena-Challenge. Ja, ist alles okay, ne? So nichts dabei, er macht nichts Negatives. Lass ihn doch sein Hobby da ausführen. Ist doch geil. Jo, und wir holen uns jetzt noch was Besonderes ab. Was mehr als ein Easter Egg allerdings nicht ist. Zumindest nicht meines Wissens. Dazu muss ich nur diese fürchterliche Karte hier besser deuten. Da. Können uns nämlich in Passbeck beim Bazar was Hübsches abholen. Und wenn ich schon hier bin, glaube ich, habe das Offcam zwar nachgeholt, aber nee, habe ich nicht. Hier hinten ist noch ein Finsterstein, den habe ich verpasst, stand damals in den Kommentaren. Es sei hiermit nachgeholt. Ein Entwicklungsstein, daher nichts Besonderes. Und von ihm bekommen wir was, wenn wir Champ geworden sind. Oh, du bist also Champ geworden, ne? Es ist nur eine Kleinigkeit, aber hier, nimm das. Ein Ultraball. Ein etwas ungewöhnlicher Ball, mit dem sich Pokémon nur schwer fangen lassen. Komm bald wieder vorbei. Wie gesagt, ich denke, es ist ein Easter Egg, weil eigentlich kann man mit dem Ball hier gar nichts anfangen. Der Ball stammt aus Pokémon Sonne und Mond, Ultrasonne, Ultramond, ist dazu da, um Ultrabestien zu fangen. Warum man den hier bekommt, wie gesagt, keine Ahnung, aber ich schätze, es ist einfach nur ein kleines Easter Egg. Und ja, als nächstes geht's nach Sirchester. Da gab es ja auch noch einen NPC im Hotel, ich glaube, es war sogar ein Game Freak Mitarbeiter, der gesagt hat, yo Bruder, komm doch mal wieder vorbei, wenn du der Champ bist. Das sind wir mittlerweile. Und somit können wir unseren Preis abholen, was auch immer es sein wird. Und ich hoffe, ich bin im richtigen Hotel, weil hier in Sirchester gibt es ja 2. Aber ich glaube, es war hier auf der linken Seite, ne? Rechts ist, glaube ich, diese komische Story abgegangen da mit dem Diebstahl. Oder? Irre ich mich? Weil du warst es nicht. Das war, glaube ich, so ein anderer Dude. Der will den Pokédex sehen, wenn er voll ist. Aber, naja, das werden wir in dem LP nicht angehen. Ah, der war es, glaube ich. Ja, ja, ja. Oh, sag bloß, du bist jetzt offiziell Champ. Hut ab, stolze Leistung, Alter.
Mein Name ist übrigens Morimoto. Auf einen so starken Trainer wie dich habe ich nur gewartet. Na, hättest du Lust auf ein Kämpfen gegen mich? Das heißt, wenn du genug Mumm hast. Okay. Klar, das wollte ich hören. Ich bin bereit. Mein Morimoto läuft schon auf vollen Touren. Nicht das erste Mal, dass man gegen ihn kämpfen kann. Game Freak Morimoto. Oh, geil. Und er droppt sogar ein neues Pokémon, das wir noch gar nicht gesehen haben. Es gibt nämlich Gala Corazon. Und das hier ist die Weiterentwicklung davon. Wie mir scheint, eine tote Koralle. Das ist super, super traurig, aber leider auch Realität. Oh fuck, ich wurde nicht geheilt. Wurde nicht geheilt, dammit. Ich versuche mal drin zu bleiben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Typ das Corazon hat. Es ist Geist irgendwas. Ich feuer jetzt einfach mal eine Attacke ab und dann schauen wir mal. Aber ja, Korallensterben ist ein großes Thema unserer Zeit, was von vielen auch unterschätzt wird. Denn auch das hat Auswirkungen auf das Weltklima und als jemand, der sehr, sehr gerne schnorcheln geht, macht mich das super traurig. Schön, dass die Attacke gereicht hat. Es war neutral. Okay, gut. Und auch er verschont mich. Perfekt. Humanolith. Den haben wir in der Arena gesehen, in der Gesteinsarena. Und ich denke, es ist an der Zeit zu wechseln. Aber nicht mit Brivi. Nee, warte. Ja, Psychokinese auf Kaokto. Der kommt dann ja wieder raus. Und Feuerstarter wird ausgewechselt, weil ich denke mal, er wird den Schaufler auf Hoppel einsetzen. Und wir kontern das Ganze mit... Ja, ich habe überlegt, Kraro, dann hätte es halt gar keine Effektivität. Aber nehmen wir Drapfi, weil der kann dann auch... Ja, wobei... Ja, gut, Eisenschädel wäre natürlich auch sehr effektiv gewesen auf den da, aber... Egal, lassen wir mal... Ah... Drapfi daran. Shit, der Ramboss war viel zu heftig für Brivi. Sie geht down. Okay. Das ist leider schief gegangen. Dann bringen wir Kraro jetzt im Nachfassen noch rein in die Geschichte und schauen mal, was wir da anstellen können. Ich denke mal, ich werde der schnellste sein von den Beteiligten. Also gibt es einen heftigen Sturzflug auf das Kaokto. Und Drapfi, drop bitte Gravitation auf das wahnsinnige Humanolith. Oh nee! Der spielt auf Zeit. Äußerst belastend. Und der andere Freak steht leider auch noch da. Na, Sturz wird abgewehrt. Aber er droppt nur Tarnsteine. Das ist eigentlich ein bisschen zu spät. Oder wie viele Pokémon hat denn der Kerl eigentlich? Oh, 6? Wirklich? Oh, ohohohoho. Okay, sehr umfangreicher Kampf also. Und auch gute Level. War jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Wie man gesehen hat. Brivi war ja noch vergiftet. Aber ja. Besser ist es. So kommt Spannung auf. Und sein Team ist auch echt nicht verkehrt. Vielleicht droppt er noch ein anderes neues Pokémon. Ich denke, wir haben nämlich noch nicht alle gesehen, oder? Ein, zwei Galaformen fehlen doch noch. Kann das sein? Na, mal schauen. Jedenfalls, die zwei sind jetzt nicht so schnell wie geplant, aber letzten Endes besiegt worden. Tipptopp. Und es kommen in den Kampf Monte Carlo und... Alter! Katapuldra! Den hatte Dilin ja auch schon. Und ich weiß, dass der super, super schnell ist. Aber ich überlege gerade, ob ich trotzdem drin bleibe. Mit Kraro kann ich es nicht machen. Das wird verbrannt von Monte Carlo. Oh, das Laufstort ist ja auch verletzt. Ich denke, das Beste ist, wir wechseln Hoppel ein. Und Drapfi Dynamaxed.
Ich hoffe, wir werden die Attacke von Katapultra überleben und dann dieses Monstrum mit deiner Wurm besiegen. Let's go! Echt ein schöner Kampf. Sowas gab's viel zu wenig in diesem Spiel. Ah. Und wer hat vorhin gesagt, die Tarnsteine kommen zu spät? So viel dazu. Es ist übrigens mittlerweile erwiesen, dass Pokémon Schwert und Schild die wenigsten Trainerkämpfe haben. Wurde jetzt vor ein paar Tagen analysiert und auf Social Media sehr aktiv geteilt. Ich hab's immer schon gesagt, einige haben mir nicht geglaubt. Jetzt habt ihr den Beweis. Drachenpfeile, was ist das denn? Okay, krass. Das trifft beide? Oha. Okay. Aber jetzt wirst du von meiner Dynamax-Attacke vernichtet. Sehr gut gemacht, Drappi. Geil. Und der Angriff von dem anderen Spaten sinkt. Das ist auch schön. Ja, es sind 40-50% weniger Kämpfe und das ist schon echt heftig. So, mein Plan geht auf. Drache besiegt. Hoppel hat gut resistet. Er konnte ja auch nicht wissen, dass ich Hoppel einsetze, deswegen hat er die Feuerattacke auf mich eingesetzt. Nicht, dass er sich fragt, hey, wie dumm ist der? Nee, nee, das hat er schon ausgewählt, bevor wir gewechselt haben. Also alles nach Plan bisher. Oh, dieses Relaxo hier, Ich fürchte... das wird Erdbeben einsetzen. Und dann ist Hoppel down. Aber... ein Wechsel macht auch nicht so viel Sinn. Also, no risk, no fun. Vergeltung auf Relaxo und... deiner Flora wäre noch neutral, ne? Ja, mach das mal für die Heilung. Was? Er Dynamaxt sein Relaxo. Was übrigens auch eine Giga-Dynamax-Form hat. Aber die setzt es nicht ein. Bruder, ein Dynamax-Relaxo? Das zerstört alles. Ich muss auf meine Wortwahl achten. Jetzt habe ich wirklich Angst. Oh nein, Steinkante. Ah, ich hatte noch ein bisschen Resthoffnung, weil sein Angriff gesunken ist, aber leider. Leider nein. Besiegt worden. Und es geht weiter. Das Scheißteil hat eine Giftattacke. Oh mein Gott. Spezialangriff von beiden steigt. Es ist ein richtig guter Fight, weil seine Team-Pokémon auch gut aufeinander abgestimmt sind. Wie gesagt, also sowas gab es viel zu selten. Wirklich herausfordernde Kämpfe, geil. Und wir müssen noch aufs Ganze gehen, auch wenn es weh tut. Miss Lauchslot, komm in den Kampf. Ist mega ärgerlich, dass ich dann nicht geheilt war. Warte, macht eine Heilung Sinn? Naja, wir outspeeden ja, ne? Nee, ich greife jetzt an. Mit beiden. Ich hoffe, das reicht bei Monte Carlo. Sonst habe ich mich jetzt... vertändelt. Weil mit der Kampfattacke hätte ich es auf jeden Fall besiegen können. Okay, es reicht. Es reicht und es geht down. So, jetzt müssen wir uns aber um dieses Riesenrelaxo kümmern. Gut, dass die beiden ein Level abbekommen. Aber wenn es ernst macht, dann wird auch das nichts bringen. Leider kein Critical Hit. Aber auch der hätte das Relaxo nicht besiegt. Und für Drappi ist die Endstation. Die Giftattacke killt es. Aber du warst sehr gut, danke dir. Boom, da kommt die Explosion. Alter. Das ist der zweitheftigste Kampf. Und der sprengt jetzt den Rahmen des Parts, obwohl das gar nicht geplant war.
Ja gut, ich denke, Kraro wird noch eine gute Option sein. Das Ding wird sich ja jetzt auch gleich zurückverwandeln und Normalform annehmen. Ja, und dann hauen wir da einfach mit Gewalt drauf. Außerdem wirken Titansteine nicht auf Kraro. Ja. Kriegen wir hin, oder? Sturzflug. Durchbruch. Und der reicht bereits, da jetzt der Crit eintritt. Sehr gut. Wahnsinnsfight. Heftiger Daumen hoch von mir. War absolut unerwartet. Man konnte, wie gesagt, schon in anderen Editionen gegen den kämpfen, aber da waren seine Teams eher so, ja, okay, bestenfalls. Das hier war richtig geil aufeinander abgestimmt. Letzten Endes bin ich eben doch der Stärkste und Beste von allen. Zumindest in meinen Träumen. Menschenskinder, du bist vielleicht stark. Das hätte ich mir vielleicht denken können. Für deinen Sieg über mich hast du dir eine Belohnung verdient. Und dafür bekommen wir den Ovalpin. Ein mysteriöser ovaler Glücksbringer, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Hort Eier zu finden. Lass uns das bald mal wiederholen. Ja, und mit dem Ovalpin kann man natürlich mehr Eier bekommen, schneller Eier ausbrüten und so schneller Shiny Breeding betreiben. Aber das ist nicht unser Spezialgebiet. In der nächsten Folge geht's zum Kampfturm. Leute, nicht verpassen und Like da lassen.